Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind im Quest etwas Geliehenes, sollen den Siegelring, den Kelch und die Kutte der Maid besorgen und klauen, organisieren, wie auch immer. Und das werden wir jetzt mal tun. Dafür laufe ich mal einmal hier rum zu einem bekannten Ort, den wir auch erst vor kurzem besucht haben. Das passt ja mal wieder wie die Faust aufs Auge hier, dass wir hier vor kurzem erst waren und sich das so ineinander fügt von den Ortschaften, sodass das einem alles noch so bekannt vorkommt. Denn das ist ja noch nicht lange her, wirklich ein paar Parts erst, dass wir hier mit ihr hier erst gesabbelt haben. Und irgendwo da werden wir etwas finden. Was denn? Was denn, was denn? Ja? Was macht ihr hier? Ich bezweifle, dass ihr ein Kind Lyrias werden wollt. Seid ihr Maire aus dem Mondlager? Bei Lyria könntet ihr vielleicht ein wenig leiser sprechen? Ich kann gut darauf verzichten, dass mir irgendjemand hier auf die Schliche kommt. Und lasst mich raten, ihr seid eine Reisende mit dem Auftrag, die Kutte der Maid zu stehlen. Tut mir leid, ich war schneller. Die Kutte gehört mir. Okay, ihr solltet Irion vergeben. Ich schätze, ihr habt recht. Irion hat natürlich einen Hang zum Melodramatischen, aber ich weiß, wie schwer es ihn getroffen hat, mich zu verlieren. Wie es scheint, kann ich die Reisenden nicht hinter mir lassen. Sie sind wirklich mein Leben. Nun gut, nehmt die Kutte. Ich kehre ins Mondlager zurück. Das war ja nicht schwer. Aber gut, unsere Überzeugungskraft ist ja mittlerweile auch etwas höher. Lyferion, zweites Band, kenne ich nicht. Und hier haben wir Lyferion 1. Ja, können wir einfach mal mitnehmen, oder? Oh, aber irgendjemand sieht uns hier. Wer sieht uns denn jetzt hier so? 53. Wer sieht das denn hier? Hier ist doch gar keiner. Komm, dann nehmen wir mal erstmal Band 2. Das sieht keiner. Weil das wollen wir alles noch schön lesen, ne? Das sieht jetzt auch keiner mehr. Super, wir haben beide Bände. Yay. Okay. Wir sind ja hier sowieso am Klauen. Wir sind ja eh schon dabei. Und wenn wir schon dabei sind, frage ich mich. Hier, sie will ja auch noch was, ne? Sie wollte immer irgendwas haben. Möge Lyria auf euch herablächeln. Was sollte ich für die nochmal sammeln? Ach, die verlorenen Relikte, genau. Die meisten wurden in die Festungen der Eratel-Ebenen Aber ich habe anscheinend auch keine. Wir könnten uns heilen lassen. Aber wir sind euch für jede Reliquie wiedersehen. Brauchen wir aber nicht. Nee, passt schon. Gut, dann sammeln wir mal jetzt weiterkommen. Lass uns mal nicht ablenken. Aber hier in Ratio müsste ich sowieso... Falls es mich dahin verschlägt, kann ich die anderen Bände gleich kaufen für Abenteuer Teil 1 bis irgendwas. Müsste ich nochmal schauen. Warte, ich glaube, ich bleib mal hier. Sonst laufe ich hier gleich wieder hin. Na, genau, hier können wir nämlich auch nochmal rein. Ha, genau. Hol dies, putz das. Man hat nicht einen Moment Ruhe. Ja. Du Arme, wer bist du eigentlich, Dina? Letzte Woche hat sich die kleine Wyvern Gifre zur Gischt runtergeschlichen. Oh, ihr hättet ihre Eltern hören sollen. Ja. So, was haben wir hier? Abgewetzte Dokumente, das interessiert uns nicht. War einfach nur neugierig, was es da so gibt. So, und dann finden wir hier bei ihm was. Ich heiße euch auch im Namen meiner Frau und meiner Tochter auf der Nadelspitze und im Hause Wyvern Gifre willkommen. Okay, gebt mir euren Siegelring. Erzähl doch erstmal was über dich. Ich glaube, das ist besser. Ich bin der Patriarch des großen Hauses Wyvern Gifre. Zeigt gefälligst den nötigen Respekt. Mhm. Epsols Frau. Seht es Tanra, meiner Herrin, nach, dass sie gelegentlich mürrisch ist. Sie hatte es nicht leicht. Wisst ihr, einige der großen Häuser haben etwas länger gebraucht, sie zu akzeptieren, als es die Etikette verlangt hätte. Okay. Ist das euer Ernst? Ihr hattet wohl ein Bier zu viel, Ratte. Haltet euch von mir fern. Alsdann. Also er ist einer, bei dem wir aufpassen müssen und klauen müssen. Das Zeug brauchen wir nicht. Und das ist seine Frau? Mein Gemahl Epsol ist nie weit weg. Ja. Erzähl mal was über deinen Mann. Wäre es Brauch gewesen, den Namen des Mannes anzunehmen, wäre ich heute Tanra Wyvern und niemand hätte sich aufgeregt. Dass der Name meines Mannes zuerst genannt wird, hat für ziemlichen Wirbel gesorgt. Aber ich bin stolz, ihn zu führen. Okay, der Krieg. Die großen Familien müssen den Krieg nach außen unterstützen. Alle Augen sind auf uns gerichtet. Ich verstehe Koriana Anvon in diesem Punkt nicht. Ich frage euch, gab es je einen Zweifel daran, was dieser Gutflow ist oder dass er gestürzt werden muss?
Was spricht dagegen? Weiß nicht, aber Gutflow gibt's nicht mehr. Koreaner anwonnen. Sie scheint zu glauben, dass ich Rat hier selbst verteidigen und den Rest der Welt verrotten lassen sollte. Vielleicht weckt das Leid, das ihr Sohn ertragen musste, in ihr ja einen Funken Mitgefühl für andere. Okay. Tanras Tochter. Zuerst hat mich der Gedanke, sie nach Chlorikon zu schicken, ziemlich beunruhigt. Aber dann dachte ich mir, dass es gewiss Posten gibt, die Melsentia nie verlassen. Man muss nur mit den richtigen Leuten reden, um einen solchen Posten für sie zu finden. Mhm. Okay, so, wie ist denn das jetzt hier mit dem... Guck mal, wenn er schlafen geht, dann merkt er doch nichts. Ja, dann können wir ihm nämlich den Ring wegnehmen. Und der merkt doch gerade nichts. 26%, na, sie ist halt da, ne? Merkt die mal was? Merkt er was? Er merkt nichts, er pennt. Und sie gleich auch nicht mehr. Geht ruhig schlafen. Gute Nacht, meine lieben zwei. Gute Nacht. 5%. 5%. 5%. 5%. Das gibt's doch nicht. Warum 5%? Ja, komm, nimm. Hat keiner gemerkt. Hat er nicht, oder? Nö. Nicht wirklich. Tschüssikowski. So. Am Brandmal sorgt die Armee für Ordnung. Lasst euch dort lieber nicht... Wahrscheinlich ein kurzes Zucken. Wenn ich bitten darf. Ja. Und dann war das das auch schon wieder. Das war das zweite, was wir besorgen sollten. Und fragt mich nicht, wo man jetzt hier nochmal diese doofen... Bücher kaufen konnte. Jedenfalls, was ich zu den Büchern noch sagen wollte, Band 1 bis. Natürlich werde ich die dann vorlesen. Einige von euch hatten gesagt, dass sie gerne die Geschichte noch hören würden wollen und das mache ich dann natürlich. Mehr wollte ich gar nicht wissen, ob es überhaupt Menschleins... Studenten der Magie, Meister der Zauber. Der Zauber. Ob es überhaupt irgendjemanden gibt, den es interessieren könnte. Und da es jemanden interessiert, mache ich das. Seid willkommen, Erzweise. Ja. Komm doch gerne mal vorbei, Zollhaus. Ach, jetzt sollen wir schon wieder gehen oder nein? Ich soll hier hin. Okay. Was ist hier? Gleichmal ist einfach viel zu teuer. Hier ist eine Taverne. Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt jemals schon drinne waren. In der Taverne von Rathir? Ich weiß es nicht genau. War ich schon mal in der... weiß ich gar nicht. Hier mal so einen schönen... Willkommen. Entspannt euch und ruht euch eine Weile aus. So ein Schwein hier auf dem Tisch. Besoffenen Leuten. Etwas zu trinken? Halt. Einen Braten vielleicht? Nee, danke, keinen Braten. Ich glaube, ich soll nach oben. Und hier geht's irgendwie in die unteren Stollen. Aha. Was haben wir hier drinne? Ich mach mal auf und guck einfach mal. Vielleicht finden wir ja wieder irgend so ein Set-Teil. Ja, es muss eigentlich immer schnell gehen. Dann, ja, geht's aber nicht. Der geht schneller. Das könnte was werden. Jawohl. Da ist irgendein Wein drinne. Soll ich den mal mitnehmen? Nimm mal den Wein mit. Ich hatte einfach mal Lust... Ein Gläschen Wein. Gucken wir hier auch nochmal. Mein Gott, das stört doch keinen. Meistersstiefel. Aha. Ja, aber irgendwas wird es hier oben wohl geben. Weil da der gelbe Kringel ist. Was haben wir hier? Companion über die Alchemie. Das Abenteuer. 8. Cool. Das hat auch keiner... Scheiße. Ich wollte gerade sagen, das hat keiner gemerkt. Scheiße. Warte, ich bezahle dafür. Komm, da kann man bestimmt für bezahlen, oder? Für das Verbrechen. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir auch gleich noch mal ein bisschen mehr Kohle mitnehmen, ne? Greift ihr mich jetzt an oder kann ich da mit euch reden? Ihr da! Halt! Ich bezahle schon Strafe, sorry. Lasst euch ja nicht nochmal dabei erwischen, dass ihr Ärger macht. Willkommen in Rathir, Herrin. Sorry, ich habe nur keinen Bock jetzt, Verbrechen gelöscht. Ich hatte nur keinen Bock jetzt neu zu laden. So, und hier nochmal wieder herzurennen, weil ich jetzt nicht zwischengespeichert habe. Hey, aber wir haben Band 8 vom blöden Buch. So, was haben wir hier? Einfach mal gleich weitermachen. So, red mal mit mir hier. Oh, hallo Fremde. Schnappt euch einen Krug und trinkt etwas, wenn ihr möchtet. Ich bin hier zwar nicht der Besitzer, aber ich weiß, dass die Getränke gut sind. Immerhin habe ich sie hergebracht. Okay, gib mir den Kelch. Einfach mal nicht mit ihm reden, doch wir reden mit ihm. Wer bist du? Ich war lange Jahre ein Weinhändler, der die gesamte Küste entlang gesegelt ist, um die besten Lesen zu finden. Doch das ist nun vorbei. Nun, wo ich den Kelch habe. Mhm. Gebt mir den Kelch. Ah,
Ich hatte mich schon gefragt, wann bekannt werden würde, dass ich das Prachtstück habe. Ich bin erst kürzlich in seinen Besitz gelangt. Aber ich fürchte, ich kann ihn nicht hergeben, Fremde. Er steht nicht zum Verkauf. Na toll. Muss ich den jetzt auch von ihm klauen? Oh, immer muss ich klauen gehen, ey. Oh, der weiß ja genau, dass ich jetzt gerade da bin. Manu. Geh mal schlafen, genau. Guck mal, wie cool das ist. Die gehen auch immer pennen, ne? Damit es schön einfach wird. Genau, leg dich hin, ruh dich aus. Und zack. 13% ist aber noch zu viel. 5%. 5%. Irgendwie geht nicht mehr, ne? Ja, dann versuche ich's mal. Ja. Yay! Wir müssten jetzt eigentlich alles haben. Genau, wir sollen zu Irion zurückgehen. Tschüss. Ich finde das immer noch leicht blöd gelaufen mit dem... Bleib trocken, Kapitän. Mit dem Abenteuerbuch. Das war irgendwie doof. Müssten aber jetzt eigentlich, weiß ich nicht, ganz schön viele von diesen Bänden haben. Die Ferien haben wir auch, was auch immer das ist. Band 4, 5, 6. Ja, toll, wir haben zweimal Band 8 oder was? Ich dachte, ich habe jetzt ein Buch geklaut, was wir noch nicht hatten. Komm, das müssen wir verticken, Band 8 von Abenteuer. Brauchen wir nicht zweimal. Achso, und ich soll hier wieder hin. Ja, okay. Kriegen wir hin. Da muss ich keine Schnellreise benutzen. Der Hauptmann der Wache war korrupt und wurde... Ich war auch gerade korrupt. Ich habe ein Buch geklaut. Oh nein, oh nein. Was für ein schöner Abend. So, ab ins Mondlager. Mal gucken, was die dazu sagt, dass wir das jetzt alles wieder mal geholt haben. Was ist das eigentlich für ein Auftrag hier, ey, die ganze Zeit irgendwelche Sachen zu klauen? Ich meine, mögen die Sachen wertvoll sein oder mögen sie meinetwegen auch mal gehört haben, aber irgendwie... naja, gut. Wat mut dat mut? Ihr habt die Gegenstände gestohlen und auch das Herz meiner holden Maid zurückerlangt. Nehmt diesen Ring als Dank für die Rettung meiner Ehe. Meine Schwüre ruhen nun in meinem Herzen. Ihr seid eurem Ziel, eine Meisterdiebin zu werden, somit einen weiteren Schritt näher. Möge der Hierophant bei jedem eurer Schritte über euch wachen. Dabei fällt mir ein, dass es einen weiteren Auftrag gäbe. Möchtet ihr ihn annehmen? Ja, ja, klar. Worum geht es? Es wurde ausdrücklich gewünscht, dass ihr diesen Auftrag gemeinsam mit einem Reisenden aus dem Mondlager erledigt. Einem Mann namens Fassmer Hum. Ja, der Hierophant hat darauf bestanden, dass ihr und Fassmer... Aber Fassmer ist kein Gläubiger. Warum sollten wir einen Frevler fördern? Was mache ich jetzt? Geht und betet vor dem Hierophanten. Dort findet ihr eure nächste Aufgabe. Okay. Guten Tag. Welch eine Freude. Hey, wie bist denn du überhaupt? Irgendeine Reisende. Okay. Na gut, dann, wollen wir mal wieder beten. Ihr seid gekommen. Gut. Nun, wo ihr bereit seid, fortzufahren, weiß ich, was getan werden muss. Ihr und Fassmer Hum werdet das Amulett von Riten stehlen. Der Ungläubige hat ausnahmsweise zugehört und ist begierig darauf, sich zu beweisen. Deshalb wird er euch bei dieser Mission helfen. Erzählt mir von dem Amulett. Der Gegenstand, den ihr für mich stehlen sollt, ist das Amulett. Das ist die einzige Information, die ihr benötigt. Aha. Sollte ich sonst noch was wissen? Riten ist ein Labyrinth von sonderbarer Art. Um seine Tiefen zu erforschen, werdet ihr mit Fassmer Hum, einem weiteren Reisenden, zusammenarbeiten. Fassmer empfindet nicht die nötige Verehrung für den Hierophanten, Schatten. Er wird während dieses Auftrags lernen, wie wichtig Respekt ist. Okay. Klingt aber interessant. Raun, oh. Ihr habt also alles kapiert, ja? Der Hierophant schickt uns nach Riten. Ich habe den Hierophanten immer für eine gehörnte Bestie gehalten. Er sagt Dieben, was sie stehlen und freien Leuten, wen sie anbeten sollen. Toller Anführer.
Ich kam eigentlich hierher, um meine Ruhe vor Befehlen zu haben. Aber ihr Reisenden befolgt auch nur Anweisungen, genau wie alle anderen. Tja, warum hasst ihr den Hierophanten? Ich habe ein Leben im Luxus aufgegeben, um zu einem legendären Reisenden zu werden. So wie der wirbelnde Tom oder vielleicht sogar so wie Maire oder Irion früher mal waren. Als ich mich den Reisenden angeschlossen habe, wollte ich Gesetze, Regeln und Besitz hinter mir lassen. Und das nur, um mir jetzt einen neuen Seher aufzuhalsen. Wohl eher einen neuen Aufseher. Sollen wir nach Riten gehen? Versucht einfach Schritt zu halten. Sollen wir nach Riten gehen? Tja, hier bin ich und brable wie ein dreifach verdammter Malzwurm. Oder wie der Hierophant. Sucht es euch aus. Ihr betretet Riten durch den Haupteingang. Ich nehme einen anderen Weg und treffe euch dann dort drin. Interessanter Typ. Möchtest du über dich nochmal was sagen kann oder können wir gar nicht? Was ist mit Riten? Dieser Ort ist unheimlich, feucht und merkwürdig. Ganz Tüvili ist vom Krieg gekennzeichnet. Aber jetzt ist der Turm voller Deserteure. Okay. Maire, Kelchdame. Maire besitzt die Fähigkeiten einer Meisterdiebin. Daran besteht kein Zweifel. Wenn sie doch nur nicht so vernarrt in diesen schlangenzüngigen Hierophanten wäre. Jetzt, wo sie wieder bei ihrem Säufer von einem Mann ist, wird sie vermutlich auch wieder dieselbe, die sie immer war. Mhm. Irion, Kelchkönig? Dieser Jammerlappen. Obwohl seine Liebste wieder bei ihm ist, interessiert er sich mehr für Tänze und Schauspielerei als für das Diebeshandwerk. Da kann einem Mann schon mal das Bier sauer werden. Okay, Amulett. Ihr habt also davon gehört, was? Wir scheinen langsam unsere Anerkennung zu bekommen, wenn der Hierophant schon ausdrücklich wollte, dass wir es stehlen. Ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich immer dachte, unser Leitstern wäre nichts weiter als ein breitarschiger Holzkopf. Aber vielleicht verhält er sich mir gegenüber ja jetzt mal anständig. Hm. Gehen wir. Ja, gehen wir. Es gibt ja selten Aufträge, wo man mit jemandem zusammenarbeitet und der Typ ist ja dann doch auch außergewöhnlich. Wollt ihr etwas kaufen? Nee, jetzt gerade nicht. Wir wollen und machen jetzt hier den Auftrag. Und... Raus damit! Kommst du nicht mit? Wollte gerade sagen. Soweit ich weiß, hängen wir jetzt... Wir müssen weiter, keine Zeit für... Ja, okay, ich höre schon auf zu plappern. Leider müssen wir nach Kulen, bevor wir Riten auffindig machen, weil wir da halt noch nie waren, merke ich gerade. Und dafür muss ich einmal hier nach links laufen. Oh, plündern Leichnam. Nicht schön. Nicht schön, was hier passiert ist. So, da hinten waren wir anscheinend noch nie. Ist auch irgendwie ein unheimlicher Ort. Warte, ich laufe mal da lang. Ah, hier über diese Brücke. Interessant. Ich mag ja immer Orte, die wir nach so vielen Parts dann doch immer noch nicht kennen. Einfach mal was anderes sehen und nicht im letzten Part da dusselig durch die Höhle laufen, die man schon kennt. Ihr habt es also geschafft. Vergesst nicht, dass hier mehr als nur euer Ruf auf dem Spiel steht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Also gut, wie es aussieht, ist auf meiner Seite ein Hebel. Und er scheint irgendwas auf eurer Seite zu öffnen. Ja, geht nur. Leicht gelangweilt. Was ist denn das hier für Banner? Okay. Wir laufen mal einfach. Und ich überlege mir eigentlich jetzt auch immer, welchen Hebel ich überhaupt betätigen werde. So, gucken, ob die überhaupt was merken hier. Das sind aber Menschen, die kriegen wir schnell K.O. Alle her. Gar nicht mal so einfach hier die
Situation gerade mal eben unter Kontrolle zu bekommen. Ich nehme mir hier die Armbänder mit. Diese freier Mann-Armbänder sind immer noch für diesen, so ein Sammelquest halt. Für jedes dieser Armbänder von diesen Diebesleuten bekomme ich halt auch wieder Kohle. Und ich nehme die einfach mal immer alle mit und gehe dann irgendwann nochmal offline zu dem hin und gebe die alle wieder ab. Kommen da hier auf einmal so ein Haufen von den Leuten. Unglaublich. Wie ich sehe, habt ihr es wohlbehalten hindurchgeschafft. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, den Gefallen zu erwidern. Der Weg hier ist versperrt. Seht ihr auf eurer Seite irgendwo einen Hebel? Ja. Vergesst mich nicht. Nee. Weiß nicht, ob hier irgendwo der Hebel war. Ich gehe jetzt nochmal hier gucken. Mach mal die Truhe auf. Guck mal erstmal, was wir hier finden. Obwohl, die können wir auch mitnehmen. Hebelchen. Der ist bestimmt gar nicht hier, aber ich gucke trotzdem mal hier rum. Ich vergesse ihn schon nicht, aber weiß gerade auch nicht, ob ich jetzt entgegengesetzt laufen soll oder nicht. Was ist jetzt hier? Was? Geheimtür, Die Tür wird auf ungewöhnliche Weise und bla bla bla. Warum stockt das jetzt schon wieder? Ich hasse es, wenn es so ruckelt. Mache ich den jetzt mal? Kann ich ihn nicht hier einfach mal... Nee, anscheinend nicht. Da geht's schon wieder raus, ne? Okay. Gut. Ich werde einen Hebel finden müssen und es ruckelt hier ja gerade so doof. Und deswegen mache ich mal einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und bis dann.